What's up, Dudes? Willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Let's Play Zombie-Modus Black Ops 3 zu der Riesen natürlich. Nach der total super geilen Part von Part Nummer 2. Es ist jetzt gerade mal ungefähr 10 bis maximal 20 Minuten her, seit Robert und ich uns da in Part Nummer 2 abgequält haben. Und das kann ich natürlich nicht einfach so sitzen lassen eigentlich, ne? Also da muss eigentlich jetzt nochmal eine super gute Runde her, sonst kann ich nicht schlafen. Einzelspiel, Giant. Und da wollen wir auch gleich wieder loslegen. Jetzt kommt erstmal wieder der scheiß Film, den man leider nicht sofort überspringen kann. Ja, das mit Online-Modus weiß ich nicht. Das muss man wieder warten. Das war bei Black Ops 2 damals auch schon so. Das habe ich jetzt hier nicht anders kommen sehen. Das ist eigentlich normal. Bist du nach dem endlosen Scheiß rumgesuche, bist du dann endlich mal in einem Raum drinne, weißt du. Und das bringt dir im Endeffekt dann auch nichts, weil du dann einfach mittendrin rausgeworfen wirst. Das ist geil. Ich würde jetzt mal gerne auf Weiter klicken. Kann ich jetzt mal auf X drücken? Danke. Uff. Ja. Damit sind wir also wieder zurück. Probieren uns als Dempsey. Jetzt nochmal eine gescheite Runde hinzulegen. Wie gesagt, bis Welle 30 will ich, dann bin ich zufrieden. Kontinuität gestört. Was jetzt passiert ist, ungewiss. Ungewiss. Verbündete Agenten werden vermisst. Mir bleibt keine Wahl. Ich muss die Mission alleine fortsetzen. Ich muss die Mission alleine fortsetzen. Ah, ist hier ein bisschen laut. Ich könnte mal den Fernseher wieder leiser machen, sonst hört man so einen Schall, glaube ich. Oh, die Klipper ist so laut. Wow, Flotter 3 oder was? Könnt ihr euch mal aufstellen? Danke. Wow, die waren schnell hinter mir. Ja, also, man hatte Part 2 gesehen. Der Zombie-Modus ist vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, wahrscheinlich. Also, ich weiß ja, dass ich Zombie-Modus ewig nicht gespielt habe, aber so schwer war das nie im Leben. Sprünge an diesen Ort nicht bestimmen. Mindestens zweimal, vielleicht auch öfter. Kannst du mir nicht erzählen, dass jetzt voll die epische, geile Mucke kommt jetzt wieder? Dass ein scheiß Zombie hinter dir in deinem Arsch steht, weißt du, und dich kurz mal in deinen Arsch krapscht und dann du sofort einfach liegst. Das kann nicht sein. Vor allem, dass die in Runde 2 bereits anfangen so zu laufen, das kannst du mir nicht erklären, Alter. So, das heißt, in Welle 2 laufen die bereits übelst schnell und ich könnte dich ja mitten im Laufen auch 5-mal schlagen und dann bist du sofort down. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich konnte die Informationen nicht sichern. Aufenthaltsort des Testsubjekts. Noch immer unbekannt. Verdammt recht offen! Warum musst du nur immer alles vermachen? Ist das ein Teddy da oder was ist das da? Das ist so eine Silhouette von irgendwas. Das sieht aus, als ob da ein Teddy steht. Das ist voll unheimlich, Alter. Oder ist es ein kleines Kind, was ein Pedobär-Kostüm trägt? Wer weiß. Weichen die Zombies jetzt sogar aus, wenn man einmal auf den Kopf ballert? Die senken da ganz kurz irgendwie zur Seite. Noch irgendwelche Arschmaden? Kommt ein bisschen spät. Yeah!
Okay, also ab Runde 3 laufen die noch nicht, das ist also auch bestätigt. Ab Level 4 fängt dann der letzte Zombie an schnell zu laufen. Wenn das der letzte Überlebende ist. Ich schwör's dir, da ist ein Teddy. Das muss ein Teddy sein. Anders kannst du es dir nicht erklären. Wie schnell die laufen, das ist unglaublich. Vor allem laufen die alle schon. Alter, das ist Welle 4. Komm mal klar. So, wieder 3 oder was? Sehe ich das richtig? Ich meine, ich kann ja eh nicht bis 3 zählen, also. Ja, okay, du bist der Letzte. So, was ich jetzt in dem anderen Part noch nicht gesagt habe. Ich denke mal, die meisten Leute werden es eh schon gecheckt haben. Die Tränke sind jedes Mal woanders. Was auch super geil ist. Also andererseits, dass der Juggernaut ja da ist, ist sowieso scheiße. Aber der Juggernaut ist natürlich auch scheiße, wenn er jetzt... Da ist er auch nicht. Okay, der kann also eigentlich jetzt nur noch da sein, wo... Ja! Der kann eigentlich jetzt noch... da oben sein. Ist er, der muss natürlich jetzt genau da sein, wo ich natürlich doch schon hinkomme, glaube ich. Kann ich mir kurz mal Munition holen? Munition. Das Rutschen ist irgendwie lustig. Ich komme nicht drauf. Hui! Mal sehen, wie diese Madensäcke damit klarkommen. Also mit diesem Rutschen ist man, glaube ich, schneller unterwegs, so ein bisschen, ne? Ich brauche mehr Munition, damit der Spaß nicht aufhört. Gemessert, ohne das Item zu nehmen. Da muss ich Robert erstmal ein Beispiel dran nehmen. Bei ihm hieß es dann nämlich... BUM! Ja, die Bombe kam, als ich ihn gemessert habe. Ich stecke bis zum Hals in der Zombie-Scheiße und habe keine Munition. Schlechte Kombination. Ich weiß nicht warum, der Spruch war irgendwie bei Black Ops 1 lustiger. Hört ihr das, ihr Missgestalten? Ihr werdet sterben! 1, 2, 3? Kaugummi? Was? Ja, schlag mich hier auch wieder zweimal. Weißt du? Ey. Dass die Zombies einen so schnell schlagen können, das war damals nur ein Zufallsfaktor. Manche Zombies haben es geschafft, manche Zombies, die meisten haben es nicht geschafft, einen so schnell zu schlagen, während beim Laufen. So, ihr Arschmaden! Furchttarnung? Schon wieder 3. Ich hab's ja mit meinen 3 gerade hier. Ah, ne. Oh, gut, der andere läuft. Das ist ja gut so.
Leute können mir die scheiß Tür nicht zumachen, richtig? 1, 2, 3, 4. Wieder gemessert, ohne das Item zu nehmen. So läuft das hier. Gleich regt sie mich auf. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Wo war jetzt nochmal... ich laufe natürlich falsch, ich liebe es. Du musst nach rechts. Ja, weißt du, du nimmst, wechselst jetzt kurz mal die Waffe, die keine Munition hat, schon fängt er wieder zu quatschen. Ich hasse das. Du siehst immer noch so scheiße aus wie damals. Ja, ich kann natürlich da nicht mehr raus, war natürlich klar. Jetzt dürfen eigentlich die Hunde kommen, ist eigentlich eh egal. Vespa. Ey, das waren damals viel coolere Waffen in Black Ops 1. Weißt du, die machen sie weg. Weißt du, selbst bei Black Ops 1 haben sie die Welted War-Waffen drin gelassen, obwohl es die bei Black Ops 1 gar nicht gegeben hat. Weißt du, trotzdem lassen sie trotzdem da die Black Ops 1 Waffen drin. Hier nicht, nein. Hier machen sie diese Gammelwaffen rein. Bleib jetzt immer hier bei einer Hundewelle, weil ich keinen Bock habe, das mir von so einem scheiß Dreckstöle mir in meinen Arsch abbeißen zu lassen. Maximale Munition! Munition! So, dann jetzt aber. Das sieht geil aus, jetzt leuchtet die Waffe richtig. Irgendwie scheint hier besonders stark das Licht hin. Also links da in Gelb steht eigentlich DMC, aber das kann man nicht so wirklich gut erkennen. Das muss ich irgendwo anders hinpflastern. Und es gibt hier eine Stelle... Die habe ich gestern, als ich Offscreen gespielt habe, ab und zu gemerkt, dass ich hier ab und zu irgendwo festhänge. Ich weiß nicht ganz genau wo, aber irgendwo hänge ich da immer fest. Oh, meine Augen klappen schon langsam zusammen. Irgendwie ist das... Bin ich irgendwie ziemlich müde, kann das sein? So, du hast verschissen, weil du kamst hier zu spät. Weil dieses komische Pf, Pf, Pf. Weißt du, das kam bei Black Ops 2 auch schon, nur war das ein bisschen leiser gewesen. Haben sie aber allerdings gepatcht irgendwann, sodass man dieses Geknacke nicht mehr gehört hat. Ich frag mich wirklich, ob das jetzt hier auch passieren wird. Doppelte Punkte! Okay, die kann ich nehmen. Gegrillt und verkohlt. Trinken Sie 50 Extras. Ja, das ist ja ganz schön und so. Ja, aber ich frage mich gerade so ein bisschen. Double Tap? Ein Schuss, ein Tusser. So gefällt mir das. Double Tap, wo war denn das bis jetzt? Habe ich irgendwas. Ah, Double Tap war da, wo Juggernaut ist, ne? Der hat mich auch gerade dreimal geschlagen, ernsthaft. Dreimal. Ein einziger Zombie, der kurz mal an mir in der Nähe war. Der an der Seite an mir vorbeilatschen wollte. Alter, das ist unfassbar. Juggernaut sollte eigentlich auch, die Lebenspunkte auch um einen verbessern. Also normalerweise, die haben das ja wenigstens jetzt so gemacht, dass man ohne Juggernaut mit drei Schlägen erst down ist. Ist ja ganz schön und so. Aber dann hätten sie bei Juggernaut das auch so machen müssen, dass dann man dann einen Zusatz bekommt. Das heißt, dass man mit sechs Schlägen down ist.
Dann wäre das wenigstens wieder ein bisschen einfacher, so wie damals bei Black Ops 2. Ich vermisse ein bisschen das chillige Spielen. Hier muss man sich einfach zu sehr konzentrieren. Selbst bei so einer einfachen Karte wie der Riese. Weißt du, dann soll ich Shadows of Iris spielen? Ja, ich glaube wohl weniger. Maximale Munition! Wer ist bereit für eine neue Fuhre Kugeln? Es war jetzt ein Fehler, dass ich jetzt hier rausrenne, aber egal. Aber die Zombies kommen einfach so schnell. Das meine ich. Was ist das für ein Scheiß? Ich kann nicht mal einen fucking Truck benutzen. Jetzt kommen die Zombies natürlich alle auf einmal. Weil ich die ganze Zeit in einem anderen Raum war. Au. Die Muschi hat mich schon wieder berührt. Ich hab den Sprung mal voll lange gebracht, ne? Aber dann war irgendwann Pause. Wird mal Zeit wieder hier. Alten Sitten mal wieder auszurollen. Wow! Okay. Jetzt kommt der Liebling, jetzt kommt mein Lieblingsteil. Den Teil mag ich am liebsten. So, da kommt Nachschub. Da kommt auch Nachschub. So, dann aber jetzt. Eselstritt, weißt du, kannst du Mulkick, kannst du vergessen irgendwie. Also ist jetzt nicht mein Fall. Ich will lieber Doppel-Ammo haben. Also Doppelkugeln. Malzbier, erstmal Vitamalz reinkippen. Muss 12 Uhr mittags sein. Denn jetzt werde ich schneller als diese Madensäcke ziehen. Das warst du? Das warst du? Ich müsste eigentlich nochmal andere Waffen benutzen, ne? Damit ich alle Waffen mit einem Visier haben kann und nicht nur die. Ah. Jetzt kommt wahrscheinlich eh wieder Hunde, ne? Kurz mal eine Runde zum Chillen. Sag mir, dass jetzt Hunde kommen. Ne, doch nicht. Okay, Runde 11 kommen Hunde. Doppelte Punkte! Reiß sie auf und knallt sie ab! Ein Ding sollte ich mir auch mal benutzen. Kaugummi sollte ich mir inzwischen auch mal einen reinballern. Dräng einen Dempsey in die Ecke und du bist ziemlich schnell erledigt. Ja. Da! Habt ihr gesehen? Ich bin ganz kurz gestockt gewesen. Ich wurde ganz plötzlich langsamer. Ganz kurz eben gerade. Da hänge ich immer irgendwo fest. Ich weiß nicht wo. Das muss doch ein Bug sein, obwohl da nichts ist. So, Level 10 für die Waffe und Level 14 oder Level 13 für mich. 13. Oh, 13 ist eine Pechzahl. Ich bin jetzt 13. Ich darf mir fast Pornos anschauen. Ach Quatsch, mit 13 haben die ersten schon Sex. Scheiß auf Pornos. Brauche ich irgendwas? Eigentlich brauche ich ja nichts, ne? Okay, dann habe ich jetzt mal die Waffe. Kann ich mit der Waffe überhaupt, kann ich die überhaupt verbessern? Weil irgendwie, ich habe mit der inzwischen auch schon so viele Zombies abgeknallt, aber ich bin mit der immer noch keine Stufen weiter.
das überhaupt was? Aber eigentlich, ich meine, beide hängen an der Wand. Hä? Hier kann auch einer spawnen? Ist mir bis jetzt noch nie passiert. Oder liegt das jetzt daran, dass ich direkt auf dem Spawnplatz rumhänge? Dass jetzt hier keiner kommen kann. Man hört selbst da, wenn man auf den Kopf ballert. Maximale Munition! So haben wir das gerne! So haben wir es gerne! Also so ein bisschen Ähnlichkeit hat die Stimme schon von dem alten Dempsey aus Black Ops 1. Ich frag mich ja immer noch, ob man da diesen komischen Stein sehen kann, der da oben ist, auf dem Mond. Frag ich mich ja. Weil damals bei Black Ops 1 konnte man halt die L96A1, kaum zu glauben, dass ich den Namen noch weiß, wenn man die puncht, hatte man einen variablen Zoom. Das habe ich aber auch schon öfters gesagt. So, da konnte man auf dem Mond da oben so einen kleinen Stein entdecken. Auf der Oberseite, auf der oberen Hälfte des Mondes. Ich weiß, vielleicht hängt das ja jetzt hier mit dem Easter Egg zusammen. Falls der dort immer noch ist, falls der da übernommen wurde. Wäre eigentlich geil, das auszutesten. Aber ich habe keine Ahnung. Da! Ich häng schon wieder fest! Das dürfte ziemlich übel werden. Scheiß Hammer. Carpenter! Wenn ich mit euch fertig bin, seid ihr nicht. Ich weiß jetzt allerdings immer noch nicht, ob das jetzt wirklich 24 Zombies sind oder ob das jetzt wirklich, wie bereits gesagt, ob das jetzt mehr sind. Weil bei mir kommt es ein bisschen mehr vor, ehrlich gesagt. Also jetzt mal ernsthaft, müsste ich jetzt mit der Waffe nicht inzwischen langsam mal ein Level up haben? Will sonst noch jemand Action? Das kannst du mir nicht erzählen, dass die Waffe so lange braucht. Seht euch all die Zombies an. Kein Level up, das gibt's doch gar nicht. Weißt du, mit der ratter ich einmal so durch die ganze Zombie-Morte durch und zack, schon Waffenstufe fertig. Warum die hier nicht? Ich wollte eigentlich ein Kaugummi essen, aber jetzt ist natürlich jetzt hier, out of order. Oh, so weit nach hinten ist eigentlich mal, nicht so gut. Ist ja gut, Freunde. Ist ja gut. Ja, was kommt denn da jetzt noch so ein Schläfriger raus? Macht Frührente oder was? So, jetzt aber. Der ganze Zirkus wieder vereint. Bombe bringt mir nicht so viel. Ja, das ist halt... Und das ist der einzige Platz, den ich hier wirklich benutzen kann, für einen Rap Train zu machen, weil die anderen Plätze sind zwar auch geil und so, aber... erstens, ich habe keine Erfahrung im Singleplayer-Modus. Die anderen Rap Train Rap Train Plätze zu benutzen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht möglich, so wirklich. Schlimmster Albtraum.
Oh, perfekt. So, erstmal Zeit für eine Runde Kaugummi lutschen. Ich hab Hunger auf ein Kaugummi. Da ist er. Das ist zumindest besser als die meisten Drinks hier. Ja, wow, das bringt mir nichts, wenn ich im Singleplayer spiele. Ich hätte vielleicht die Dinger mal umwechseln sollen. Ja, jetzt erstmal eine Runde warten, bis man wieder Kaugummi lutschen kann. Boah, das war nicht mal ein Headshot. Ich bin entblößt. Enttäuscht von mir selber. Finde ich geil, dass jetzt selbst hier die Waffe anders aussieht. Tja, hier war die Billigwaffe, Made in China. Und hier haben wir die Superwaffe. Das war damals die STG-44. Jetzt ist es die KN-44. Haben sie die Nummer beibelassen. Wow! Ja, so ist gut, so ist gut, ja. Ich werde knietief im Madengedärm stehen. Jo, das wirst du gleich. Hier kommen auch nur Gammel-Items, ne? Also, It's the Kill ist ja schon ganz schön und so, aber naja. Ich weiß ja nicht. Oh, ich weiß noch damals bei Transit, da konnte man so chill, so was von entspannt spielen, das glaubt man gar nicht, das war so einfach. Dass die Karte keiner so richtig gerafft hat, das wundert mich bis heute. Dass die ja angeblich so schwer gewesen ist, die Transit-Map, warum? Aber jetzt hier kann man sich nirgendwo wirklich konzentrieren, da muss man die ganze Zeit voll wach sein, dabei sein und... Weißt du, stolper ich einmal, da bin ich sofort down und... Na, weißt du was? Bringt zwar nichts, aber egal. Mir scheint, heute ist Zahltag, Dempsey. Kaugummi. Oh, geil! Die sind echt lecker. Also zumindest manche davon. Okay. Mein Messer ist jetzt einfach mal fünfmal so stark. Das wäre natürlich geil mit einem Bowie-Messer, ne? Aber ganz ehrlich, wenn 25.000 Zombies bei dir rumeiern, ne? Wie willst du das dann bitte mit einem Messer packen, selbst wenn du die One-Hit wegmachst? Das ist unmöglich. Die Zombies kommen einfach so schnell. Also mit einem Bowie-Messer wäre das jetzt wahrscheinlich One-Hit. Hey, Madensäcke, ich habe eine Überraschung für euch. Bringt mir ihre Seele an und reimt sich auf Affe. Was? Den Spruch habe ich gerade nicht gehört. Was? Reimt sich auf Affe? Ach, Waffe wahrscheinlich. Etwas, was du gleich in deinem Arsch stecken hast. Ich gebe dir einen Hinweis. Es reimt sich auf Affe oder irgendwie sowas. Boah, hier ist alles rot, ey. Hier ist voller Puff hier. Die könnte ich da eigentlich schon abschießen. Okay, der eine kommt relativ früh gleich, der andere kommt jetzt angeschissen. Ich find's aber lustig, diese Animation von diesen Hunden. Die schnüffeln so rum und tun so als angeblich, als ob die nicht wüssten, wo ich bin, obwohl sie immer genau zu mir hinlaufen. Kommt da noch einer angeschissen? Finde ich geil. Mir ist heiß, ich muss ja kurz mal frischen Wind rumfummeln. Maximale Munition! Stellt euch auf, Mattenhirne! Ich bin geladen und ihr kommt alle dran! Splittergranate. Tja, ja.
Also wenn es jetzt ein Semtex wäre, geil, obwohl andererseits Semtex haut man sich so schnell selber K.O. Ja! So, Kaugummi lässt nach. Ist ein grüner Kaugummi, muss ein Minze sein. Tick-Tack, Minze. An dieser Stelle, ne, da wo ich manchmal immer so rumhänge, weil da bin ich jetzt inzwischen schon mindestens dreimal krepiert. Und ich weiß bis heute nicht warum. Hier, irgendwo da. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich diese Backsteine, die da rumliegen. Da fliege ich wahrscheinlich aufs Maul. Ihr müsst euch schon alle zusammentun, wenn ihr vor allem, wenn mich die Zombies dann eingekreist haben, dann zitter ich immer so komisch. Das ist jetzt nicht, wenn du wirklich still stehst, weil du gegen irgendeinen Pixel gegenläufst, wo du einfach wirklich dann nichts mehr machen kannst. Also du zitterst an dieser Stelle so komisch. Hat das schon jemand halt gehabt? Das muss ja jemand auch schon gehabt haben eigentlich. Dieses kleine Problemchen. Maximale Munition! Maximale Munition, maximales Gemetzel! Maximaler Spaß! So, jetzt kommen wir langsam bei der Welle an, wo eigentlich A, Hunde kommen teilweise und B, die Zombies jetzt auch langsam, ja, ich baller alle weg und dann kommt einfach normal ein ganzer Haufen. Dass die Zombie-Welle jetzt einfach mal so doppelt so groß ist wie sonst üblich. Und ich denke mal, Welle 30, da sieht man jetzt schon, Welle 30 hört sich nicht viel an, aber das dauert jetzt schon langsam ziemlich lange. Bis man da ist. Wie gesagt, Welle 30, das ist meine maximale Welle, die ich jetzt kommen möchte, bitte. Wenn ich das bis, wenn ich bis dahin hinkomme ohne ohne Downs, habe ich auf jeden Fall keine Albträume mehr heute Nacht. Immer wenn ich eine miserable Runde hinlege hier im Black Ops 3, allgemein Black Ops 2, dann kriege ich immer so Albträume. Dann werde ich auch mal von Zombies gejagt, müsst ihr wissen. Ist so ein komischer Tick in meinem Kopf. Ich war auch schon bei Psychiater deswegen, aber der hat einfach nur gesagt, Junge, mit dir stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Für dich ist jede Hoffnung verloren. Und dann hat der Typ ganz plötzlich so orange Augen bekommen, ich weiß nicht warum. Ach natürlich, da kommt jetzt noch so ein Frührenner an. Hier war auch noch einer. Und da kommt noch einer. Sind wir jetzt alle vollständig, bitte? Danke. Und so langsam ständen die auch nicht mehr alle so schnell. Ist jetzt, liegt jetzt da unter anderem daran, dass ich mit der Waffe hier noch ein Schnellfeuer drauf habe. Habe ich gerade einen Hund gehört oder habe ich mir so eingebildet? Eingeblödet. Das Lustige ist ja... Aua, aua! Was soll das? Ich bin am Zombie vorbeigelaufen, er trifft mich trotzdem zweimal! Hast du das gesehen? Der hat es tatsächlich gewagt, mich anzufassen. Bin umzingelt! Und nochmal Waffenstufen. Es macht keinen Spaß mehr, nein. Es ist einfach zum Kotzen. Ganz ehrlich, da gehe ich zurück zu Black Ops 2. Black Ops 1 ist so eine Sache. Also es hört sich jetzt so an, als ob ich irgendwie die CD irgendwie kaputt ist oder so. Nein, nein, die läuft noch. Aber Black Ops 1 ist natürlich jetzt das Problem, dass man sich jetzt so sehr an diese schöne Grafik gewöhnt hat. Und wenn man jetzt auf einmal Black Ops 1 spielt, dann hat man auf einmal wieder so ein... so ein Mülleimer-Grafik, ne? Ein Griff habe ich jetzt dafür bekommen. Ja, die ganzen Waffen, das mod sich alles im Offscreen natürlich an. Aber doch, ich kann die Waffe inzwischen verbessern. Erreichen sie 300 Abschüsse mit der Scheibe, Shiva, keine Ahnung. Ja, Level 13 ist aber das einzige Level.
Wir haben flüssiges Divinium bekommen, da können wir uns das jetzt auch kurz mal nochmal anschauen. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich werde jetzt dreimal das flüssige Divinium benutzen. Zweimal orange, einmal lila. Das lilane war diese Kackbombe. Ausgebrannt, beim nächsten erlittenen Nahkampfschaden gehen alle Zombies in der Nähe in Flammen auf. Wird direkt aktiviert, hält für 2 Treffer. Beim nächsten erlittenen Nahkampfschaden. Das bedeutet, wenn mich ein Zombie in die Fresse schlägt, dann sind alle down oder was? Praktisch wie eine Bombe in meiner Nähe. Tja, das erzeugt eine Atombombe, 2 Aktivierungen. Das kenne ich und hält bis zum nächsten Waffenwandkauf. Beim nächsten Wandkauf einer Schusswaffe gibt es diese gleich verbessert, also gepuncht. Tja, also wie gesagt, ich will die jetzt nicht alle einsetzen. Warte, außer außer das eine, das hat mir nicht so viel gebracht. Wo war jetzt nochmal Waffenkits? Das war Sturmgewehre. Das war... Ach so, die kann ich erst ab Stufe 20 verbessern. Ab Level 20. Alter, ist ja krass. Da steht DMC drauf. Aber beim... Wenn ich die dann habe, dann kann ich sie nur scheiße benutzen. Ja, die muss ich halt nochmal kurz... Dieses waffenfähiges 1-1-5, das sieht richtig scheiße aus, muss ich sagen. Das ist alles nur eine Farbe, das ist alles nur grün, mehr nicht. Hast du jetzt tatsächlich nochmal auf Starten gedrückt? Ja, das habe ich. Mein Gott, ich will bis Stufe 30 schaffen. Das muss doch zu packen sein, zu kacken sein. Ich glaube, das war jetzt kurz die Vergangenheit. Und das ist jetzt die Zukunft. Oder besser auch die Gegenwart. Okay, wieder zwei. Wie gesagt, Origins habe ich so gut wie halt nicht gezockt. Was ich aber allerdings sagen kann, was ich schon mal sagen kann, ist, dass Origins, also Black Ops 2 Origin, dass die Karte auf jeden Fall schon mal 1000-mal besser ist als diese Shadow of Evil Kacke. Das werdet ihr mich niemals spielen sehen. Ich werde der Riese spielen, bis die nächste neue Zombie-Karte draußen ist. Und hoffe, dass das eine gute ist, sonst kannst du es auch vergessen. Ansonsten gehe ich wirklich zu Black Ops 2 rüber, dann kannst du mich mal. Zombie-Modus haben sie bis jetzt in meinen Augen so verkackt einfach. Ich würde mal gerne wünschen, was ihr jetzt von dem neuen Zombie-Modus denkt, ne? Aber es dauert immer noch 1200 Minuten, bis das erste verfickte Video draußen ist. Oh Gott. Bis morgen 19 Uhr, das ist unglaublich. 3 Tage nachdem Black Ops 3 draußen ist. Das ist das erste Video oben, das kannst du... Das ist eine Zumutung, das kannst du doch niemandem erzählen. Die feindliche Kriegsmaschine muss vernichtet werden. Ich bekomme gerade schon Kopfschmerzen von meiner eigenen Stimme. Weil ich so laut reden muss. Weil dieses Headset echt merkwürdig ist. Das hört sich an, wie ob mein Kissen ein Mikrofon wäre. Weil ich in meinem Kissen ein Mikrofon reinstecken würde und dann reden würde. Ja, der schlägt mich auch wieder 2-mal. Was soll das? Nur ein Nerv hast Nikolai Arm. Nein, nicht da hoch, du kommst hier runter.
muss einen Weg finden, um diese Ich werde inzwischen, gibt's auch schon ganz viele Leute, die irgendwelche Bugs herausgefunden haben, dass man sich irgendwie da hinstellen muss. Das ist ein Teddy. Kannst du mir nicht erzählen, dass es kein Teddy sein soll? Laufen natürlich schon, ne? Na klar, ist er erst Level 3. Ist wahrscheinlich, soll wahrscheinlich Level 3000 sein. Haben nur die Nullen vergessen. Ja, zwei Spastis, die laufen. Drei, oder was? Ja, klar. Kann man doch keiner erzählen hier. Die Gurke läuft auch schon wieder. Gut, dick und doof, dann haben wir's. Was? Hat dir jemand erlaubt, so schnell zu sterben? Gemeinheit. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich diese Sichtempfindlichkeit wieder zurückgestellt hat. Ist das schon wieder 7? Ach komm! Bin ich diesen Flammen nicht so nahe? Pling, pling, pling. Und ich vermisse Deadshot Daiquiri am besten, am meisten irgendwie. Dass man einfach One-Hit auf die Zombies machen konnte bis Welle 29. Okay, du bist der Letzte. Düm, düm. Die Kiste ist da auch irgendwie komischerweise fast nur. Oder immer. Da haben wir wieder die Malzbier-Cola. Da haben wir, glaube ich, Eselskick oder irgendwie sowas. Okay, es war tatsächlich Eselskick Tritt. Wo ist Jaggernack bitte? Da. Okay, ich glaube, der letzte Zombie wird mir nicht genug Geld geben. Wie ist Kabel das rumbaumelt? Guck mal. Hui! Hui! Toll, mir fehlen 100. Guck mal. Blub! Blub! Bringt mir ihre Seele! Okay, das ist was anderes. Hä? Jetzt kommen wir alle hierher. Das Schlachten kann weitergehen. Ich weiß, damals beim Easter Egg von der Riese, da musste man mit Samantha unter anderem Schnitzeljagd spielen. Aber wie man das jetzt nochmal angefangen hat, das habe ich jetzt schon wieder verpeilt. So, unser schöner, super geiler Red Dragon Platz hier.
Dann steigen wir mit den Waffen also wahrscheinlich nicht in der Stufe auf, solange wir die noch nicht freigeschaltet haben wahrscheinlich. Darum bringt mir das jetzt bis jetzt noch nichts. Weil ich bis jetzt halt nur Waffen verbessert kann, die... Ja klar, es muss ja... Okay. Würde Sinn ergeben. Okay. Das war alles wie geplant. Bist du der Letzte hier, oder was? Da ist Kaugummi. Wo war denn jetzt dann bitte... Ich gehe sowieso mal falsch, ne? Also wozu frage ich eigentlich? Das ist ein Hobby von mir, dass ich mal falsch gehe. Einmal kann ich. Einmal. Andererseits... Vielleicht hätte ich auch kein Mal sagen sollen. Okay, dann ist... Quick Revive da hinten. Ja, ich glaube, dass ich irgendwas Blaues... Frag mich eigentlich, ob der Red Chain Platz möglicherweise sogar... Ah ne, aber ich bekomme keine Munition und so. Ich will meine KN ja gerne haben. Wichtige Dinge sollten frei verfügbar sein. Na toll, jetzt habe ich kein Geld für eine Waffe. Ja, okay, haust du die alle mit Sniper weg. Okay, schade, man muss stillhalten. Ich dachte, die hätte jetzt schon eine Variable im Zoom, dass ich kurz mal da oben zum Mond gucken könnte. Oder soll das die Sonne sein, dass es jetzt eine Sonnenfinsternis? Also entweder ist es jetzt eine Sonnenfinsternis oder ist es eine Mondfinsternis. Könnte beides sein. Ich glaube, das ist eine Sonnenfinsternis. Eine Mondfinsternis sieht man ja eigentlich gar nicht. Da ist ja die Nacht komplett dunkelschwarz. Das müsste eigentlich eine Sonnenfinsternis sein. Weißt du, was ich auch nicht so ganz raffe? Weißt du, der Anfang hier, den schaffe ich mal ohne Probleme. Aber dann irgendwann kommt so eine Welle, wo dann einfach gar nichts mehr läuft. Los, tanze wie ein Rabloschko. Und irgendwie sowas war das damals. Ja klar, kommt da noch einer. So, jetzt aber. Siehst du, Snipergewehr und ich, das ist super. Hätte ich mich fast selber weg damit weggekillt. Warum sind die so lahmarschig? Ich denke, die wären schon längst alle hinter mir. Weil einige noch nicht ganz laufen, oder was? Aber weißt du was? Okay, Sniper hat man sofort gesehen. Kannst du knicken. Ist jede Waffe gut. Nur ein Narr würde so ein grauenhaftes Getränk trinken.
Ein was? Ein Narr? Eigentlich der Tak, ne? Also Takeo. Okay, so ein paar Zombies laufen immer noch nicht auf Maximalspeed. Das dauert also wirklich bis Welle 10. Jetzt zum Beispiel liefen die wieder richtig scheiße, sonst die mich wahrscheinlich schön zu geblockt hätten. Verpiss dich. Verpiss dich. Weißt du, komm gleich noch drei hinterher. Ja, ich liebe es. Noch so eine Frage, die ich gerade hätte: Wie schnell können die Zombies da hochklettern? Also bitte, immer schon hinten anstellen. Wo war nochmal schnell schießen? Das war Brücke. Vor allem, ich habe schon wieder vergessen, wo jetzt nochmal der Juggernaut war. Der war jetzt schon wieder in der Mitte, ne? Na, schade. Ja. Brücke, ne? Genau. Hier, Mensch. Ach so, in der Garage war der Juggernaut. Russische Geschmacksnerven sind eher an einfache Aromen gewöhnt. Russische Geschmacksnerven. Ich habe auch Nerven. Wie es glänzt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das Töten beginnt jetzt. Ich glaube, ich müsste mal den Waffen, solange ich die noch nicht ganz kapiere, den schlechten Waffen, die gebe ich eine rote Markierung, also das Aussehen, da baller ich, oder die mache ich grün mit diesem waffenfähiges 115, sodass man das vom Weiten schon sehen kann. Und die guten Waffen, die mache ich hier so orange. Weißt du, das ist perfekt für Anfänger. Da weiß ich sofort, welche Waffe ist scheiße und welche ist gut. Da müsste der Stein eigentlich sein. Falls der noch da drauf ist. Ich würde es gerne mal austesten, aber... Wenn ich die Runde 30 schaffe, dann könnte ich das als Bonus machen. Dann habe ich wahrscheinlich eh genug Geld, damit ich dann zweimal die 2 Millionen Mal die Kiste missbrauchen könnte, bis dann endlich mal die richtige Waffe rauskommt. Ein Snipergewehr mit variablem Zoom dann, die ich dann punchen könnte und dann könnte ich das mal bringen. Aber solange ich Welle 30 nicht erreicht habe, nö. Stelle ich mich quer. Au. Das war ich mir so ein knappes Unterfangen gerade. Das ist Welle 9. Ja, mal 2 kommt auch super jetzt. Willst du damit Headshots machen? Alter, die Waffe ist auch voll unpräzise, die. Doppelte Punkte! Dafür gibt es mehr Kohle, da? Die Waffe schlägt voll aus, wenn man damit schießt. Siehst du, wie willst du damit Headshots machen? Hat zwar eine hohe Feuerrate, aber sonst. Ja, mal gut, dass ich mir gerade Munition gekauft habe. Ich wollte gerade drücken. Eigentlich habe ich sogar schon gedrückt, aber nee. Ich bin ein Ritter, juhu! Verdammt.
maximale Munition bringt maximales Morden. Maximalen Sporten? Was? Ich hab einen Fernseher so leise, ich höre das nicht. Okay, sieht alles gut aus. Oh Gott, was hat Dix gesagt? Stuhlinger damals, was ich immer so gerne nachgemacht hatte? So, mal sehen. Schnalle A in Steckplatz B stecken und Hammer draufhauen. Okay, alles klar. Irgendwie so. So war das irgendwie. Schnalle A in Steckplatz B stecken und mit dem Hammer draufhauen, alles klar. Ich bin von Höhlenkreaturen umzingelt. Ja! Ja! Das habe ich aber damals mal schön nachgemacht. Schmutzig! Oder das auch. Na gut, dass die Penner nicht irgendwo aus dem Schnee rauskommen. Das hat mir da sonst noch gefehlt. Dann hätten sie die Karte bei mir auch verschissen. Das habe ich bei... Wow, ist ja Weihnachten hier. Das habe ich aber bei Corpse of the Dead immer richtig angepisst, wenn die Penner immer aus dem Schnee kommen. Und du einfach nicht über einen 2 cm Kopf laufen kannst. Was total Sinn macht. Okay, ich glaube, das war's eigentlich schon fast. Okay, da kommt noch Nachschub. Okay, es dauert noch ein bisschen. Es dauert wirklich noch ein bisschen. Jetzt werde ich langsam übermütig. Jetzt will ich unbedingt schnell weiterkommen. Das, was dann mein Grab sein wird. Also okay, jetzt ist mit Munition aber gut hier. Ach schade, ich dachte, es wäre schon wieder an. Ich finde den Strom immer noch schön hier. Das sieht richtig toll aus. Das war mein erstes Thumbnail-Bild. Ich finde übrigens auch richtig toll, dass man jetzt so einen Punkt hier machen kann. Weil das weiß man ja seit Black Ops 2, dass ich, immer wenn ich eine Waffe gepuncht habe, dass ich mir immer ein Laservisier gewünscht habe, was nur so einen Punkt hat. Also der hier. Weil damit kann man einfach am besten auf die Köpfe ballern. Was bringt mir nicht, wenn ich da so 50 cm dickes Laservisier habe, wo ich dann die Köpfe nicht mehr sehen kann. Weißt du? War so ein kleiner Punkt, ich muss mich kurz mal kratzen. So ein Punkt am besten dafür. Also mindestens ein Item wird hier immer gedroppt, ne? Außer Munition ist eh eigentlich alles scheiße. Das bringt mir nicht alles so viel. Irgendwie habe ich auch ein bisschen Platzangst hier. Dieser Raptor-Platz hier ist auch nicht so wirklich der größte. Also, wenn man jetzt bei Transiten überlegt, weißt du, da hast du auf einmal die ganze Karte, was einfach, die ganze komplette Karte ist ein einziger Raptor-Platz, weißt du? Ich hab was in den Mund gekriegt. Das war so ein Nikolai-Spruch damals. Geil. Frag mich jetzt aber nicht, welche Karte. Ich hab was in den Mund gekriegt. Ich glaube, das war Kino der Toten. Kann meiner die Fetzen hier wegräumen? Bitte eine Reinigungskraft in Gang 14. Ich frage mich immer, sind das eigentlich jetzt dieselben Synchronsprecher hier in Black Ops 3? Oder waren die bei Black Ops 1 anders? Also gewissermaßen hören die sich ja gleich an hier, ne? Es ist halt nur so ein bisschen unterschiedlich, aber ich meine, das sind ja auch ein paar Jahre jetzt vergangen. Sind die Typen auch ein bisschen älter geworden? Ja, er muss mir noch einen High Five geben. Tja, und Thema Kaugummi, da bin ich echt pingelig, ne? Ich meine, ich habe da jetzt super Teile, aber
Was ist einfach nur Scheiße? Was bringen mir die Teile, wenn ich die nur begrenzt einsetzen kann? Das ist doch Schwachsinn, sowas. Oh, diesmal ist kein Item erschienen. Das bringt. Weil da habe ich jetzt so super Kaugummi, aber ich meine, das werde ich niemals einsetzen. Außer ich mache jetzt hier irgendwie. Weiß nicht, für. Ein super geiles. Mega-Video. Was ich rausbringen will, wo ich. Mit vier Leuten zocke, die ich kenne und irgendwie sowas. Dann benutze ich mal so ein Super-Kaugummi, aber sonst für so ein normales Spiel doch nicht. Lebt hier noch was? Kommt hier noch irgendwas? Dann benutze ich den Schädel ganz kurz mal, um hier die Zombies auf 1 zu reduzieren. Okay, da kommt nichts mehr. Da kann ich ganz kurz mal wieder ein Kaugummi lutschen. Vielleicht bekomme ich ja dann das schöne lilane Ding. Okay, der scheint irgendwie immer aktiv zu sein hier. Sieht gut aus. Geil, genau das wollte ich doch haben. Jetzt habe ich quasi schon mal eine... Apropos... Affenbomben. Teleporter könnte ich eigentlich auch mal anmachen. Obwohl, das bringt mir halt nicht so viel, weil punchen tue ich eh bis Welle 30 eh noch nicht. Was? Weißt du, dass ich diese Waffe an der Wand finde und in der Kiste? Das ist auch Ding irgendwie. Ja, ich glaube, damit kann ich erstmal leben. Andererseits ist mir eine Wunderwaffe DG2 lieber. Damit kann ich halt schneller entkommen. Als eine Strahlenkanone. Damit haue ich mich dann selber weg. Wisst ihr eigentlich das coole Nachladen noch? Naja, wenn mir das Spiel das Ding jetzt so sehr vor die Nase anbietet. Sie fliegen gleich alle in die Luft. Wer? Ach so, die Hunde. Da kann ich jetzt mit der Strahlkanone mal rumspielen. Habe ich den getroffen? Waffenrückstoß, sehe ich das richtig? Die Waffe hat einen Rückstoß. Ich bewege mich damit zurück ein Stück. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Das ist die feine russische Art. Das ist feine russische Art. Diese Karte hier sieht allgemein alles so aus wie bei Call of the Dead von Black Ops 1. Die von den Farben her. Das sah alles genau gleich aus. Da war auch alles Schnee, so wie hier. Und dann gab es bei Call of the Dead auch überall diese roten Stellen überall. Voll Ähnlichkeiten vom Aussehen her. Nur, dass wir hier nicht auf dem Schiff sind. Und dass es hier keinen scheiß Wasser gibt, was einen... Wie Wodka Gorbatschow Werbung kurz mal ins Eis. Das war knapp gerade. Da hätte ich gerade nicht gedacht, dass ich da vorbeikomme. Geil! Stufe 12. Waffenstufe 12. Kommt es auf Reichtum an. Ja, bis das Video jetzt hier hochlädt. Ich meine, das ist jetzt das dritte. Das heißt, ich lade jetzt erstmal Roberts Kampf hoch. Also mit Robert und mir. Das ist eine super geile Fellrunde. Runden.
Und dann kommt die hier. Das bedeutet, ich werde probieren, ob ich das zu MP4-Format konvertieren kann, das Video. Weil MP4 ist nur 2 bis 3 GB groß, mehr nicht. Und RPG2 ist 16 GB groß. Das ist ein kleiner Unterschied. Übrigens, ihr bekommt pro Welle immer 50 Erfahrungspunkte mehr. Das geht bis Welle 20. Da bekommt ihr dann pro Welle 1000 Erfahrungspunkte dazu. Und das war's. Ab dann geht's leider nicht mehr höher. Das ist das Maximum. Weil ich bis jetzt bin ich, glaube ich, bis Welle 26 ist das höchste gewesen bis jetzt. Gestern im Offscreen-Modus. Und jetzt hier im Let's Play. Dann Stufe 30. Wäre auf ja, wie gesagt, auf jeden Fall schon mal richtig schön. Auch wenn ich jetzt schon weiß, dass ich jetzt schon ein bisschen ruhig werde. Also, ich versuche die ganze Zeit die Zombies auszuweichen. Und nebenbei versuche ich immer so ein paar Themen zu finden, die man kurz mal so ruhig rattern kann. Ruhig rattern vor allem, durchrattern. Was man so erzählen könnte in seinem Leben. Was man so alles Schönes erlebt hat. Wie man von 25 Milliarden tausend Augen angeschaut wird. War hier gerade ein Zombie? Nee, das sah nur so aus. Das war geil. Erinnert sich eigentlich noch jemand an Kusanagi Mahado? Oh, das war auch knapp gerade. Das war ja so ein... auch, mit dem ich damals halt Let's Play Together gemacht habe von Black Ops 1. / Black Ops 2 auch, allerdings nur Transit. Ab dann hat er, glaube ich, keinen Bock mehr gehabt auf Zombies. Wo ich mich frage, wenn er sich ja Black Ops 2 gekauft hat, kauft er sich vielleicht auch Black Ops 3? Muss ich mal auf seinen Kanal vorbeischauen, der macht ja ganz viele Vlogs momentan. Kapitalistenschweine, sterbt! Ja, ouch, du Stamm! Ein Zombie muss nochmal seinen 10-Meter-Arm benutzen. Oh, das war's schon. Okay, das war jetzt gerade die Welle, wo ich krepiert bin, glaube ich, im vorherigen Kampf. Es irritiert, dass hier so zwei rote Lichter leuchten. Okay. Das Bowie-Messer habe ich mir nicht genommen. Wo ist diese Drecksthöhle? Dieser Scheißhund, ne? Der bringt mich immer übelst zum, aus der Konzentration zu bringen. Weil ich jetzt die ganze Zeit suche, wo ist der Hund? Weil der mich auch nur mit 5 Schlägen töten kann. Das ist unnormal. Apropos Hund. Der ist jetzt gerade, glaube ich, in einer Zombie-Beute drin. Der kommt da gerade schlecht raus. Aber wenn der Hund zu früh kommt, dann haut er mir eine. Hier! Ich bin wieder festgehangen! Ich hänge an dieser Scheißstelle hier fest! Guck nicht so doof. Ich komm hier nicht raus. Danke, Genosse. Als Team sind wir besser. Könnt ihr mal Platz machen? Fass mich an und ich töte dich da. Bin ich im Tod, Leute? Bin ich jetzt tot? Die Stärke der russischen Genossen brennt im Hals. Ich wünschte, die Tür könnte man mehrmals aufmachen. Sind das jetzt alle Zombies? Wo ist denn der Rest hin? Ach, die spawnen jetzt neu oder was, hä? Okay, es ist alles ruhig gerade. Wieder bin ich da wieder festgegangen. Genau das meinte ich. Genau das Problem habe ich bereits mehrere Male gehabt. Komm nicht drauf. Und wieder habe ich, glaube ich, wieder so rumgezittert so ein bisschen.
Noch mehr als ich dachte. Maximale Munition! Gratis Munition? So ist das richtig. Boah, ich dachte, ich muss kurz auf den PC gucken. Ich dachte jetzt gerade, der hätte aufgehört aufzunehmen. Das wäre ja was geworden jetzt. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich jetzt hier, wenn ich hier rumgehe. Habe ich jedes Mal Schiss, dass ich da wieder festhänge. Kommt noch mehr oder was ist jetzt? Okay, ich glaube, damit hat sich die Frage beantwortet. Es kommt noch mehr. Ja, es kommt noch mehr. Ja, jetzt kommen langsam die etwas längeren Wellen. Obwohl es halt immer noch Spieler 1 ist, weißt du? Also bei Spieler 4 würde das jetzt auch schon ziemlich lange dauern, die Welle. Reflexfadenkreuz, was? Das war knapp. Ja gut, erstmal dich hier. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier essen. Direkt beim Raptrade-Platz ein fetter Kaugummi-Automat. Was will man mehr? Schnelleres Nachladen bedeutet schnelleren Tod für die Höllenschweine. Ich muss mir eigentlich mal angewöhnen, diesen scheiß Teleporter zu aktivieren, dass ich da abhauen kann. Mir tun die armen Höllenschweine fast schon leid, die sich mir jetzt entgegenstellen. Eigentlich müsste ich auch zwei Patronen haben, als zwei Laser abschießen. Wegen der Malzbier-Cola. Ist aber nur ein Laser, warum? Ey Junge, hau ab! Dim 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 dim. Wie kommt noch so Schnee runter? Ja, kannst du mal mitnehmen. Höllenschweine, meine Knarre steckt voller Kugeln. So, okay, das Gute ist, glaube ich, wenn der Juggernaut jetzt rechts ist. Andererseits, ich muss ja ziemlich dicht, ziemlich tief in die Garage rein, ne? Kann ich denn eigentlich die Beine abschießen? Naja, war zu viel für den Guten. Wahrscheinlich könnte ich damit eine Fleischwunde strecken. Bringt mir ihre Seele! Ich dachte, ich könnte jetzt nochmal irgendwie den lilanen, die lilane Kaugummi-Ding, den ich da jetzt habe, nochmal aufbessern. Indem ich den jetzt nochmal kaue, dann wie ich wieder zwei Aufladungen habe. Also Strahlkanone kannst du leider nicht verbessern bis jetzt, ne? Anpassen. So, erstmal wieder mal im Untergrundpuff hier rein. Der kommt da runter. Der auch. Den habe ich schon ein bisschen angeschossen. Einer noch. Hier, hol das Stöckchen. Maximale Munition. Das Schlachten kann weitergehen. So. Kostet 1500. Tja, noch 11 Runden, Leute. Ob das was wird? Wenn ich da jetzt nicht wieder festhänge. Ich habe keine Ahnung, was das soll.
Ich hab keine Ahnung. Wow, das war schnell reagiert. Da ist jetzt so ein kleiner Scheißer, so ein kleiner Krabbler ist da. Diese scheiß Bombe, die ich nicht haben will. Okay, ich muss sie leider nehmen. Fuhr jetzt leider kein Weg dran vorbei. Weißt du was? Ich nehme jetzt ein paar Items. Los. So ist es fast schon zu einfach. Damit jetzt einfach die Runde jetzt ein bisschen schneller vorangeht. Eigentlich kann ich die Falle auch noch anmachen, weißt du, aber nee, das mache ich nicht, das bringt mir keine Kills. Sag, du bist tot. Kennst du eigentlich noch Schlitz? Schlitz. Schlitz. Kennst du das noch? Hallo Höllenbrut, heute werdet ihr sterben. Ich glaube, ich muss mir irgendwie mal angewöhnen, dass ich ein bisschen schneller hier reingehe. Dass ich nicht zu lange dort draußen verweile, weil dort ist halt immer eine Wahrscheinlichkeit, dass ich da drauf gehe irgendwann. Wieder flüssiges Divinium, cool. Also ich laufe ja meistens immer drei Runden und dann sind alle Zombies hinter mir. Ich glaube, dann sollte ich in der zweiten Runde bereits noch hinten hingehen. Jetzt wird ein scheiß Köter irgendwo gespawnt. Ich sag doch hier draußen, das ist relativ schwer. Nur ein Narr, was Nikolai. Scheiß Hammer. Okay, der Hund habe ich. Was hast du davor, wenn du die Mann, gut, dass die Zombies hier nicht so schnell kommen. Gerade sagen, einer, wo sind deine Freunde hin? Vor allem damals konnte ich mich auch immer schlagen lassen, weißt du? Da konnte ich mich immer richtig schön schlagen lassen, indem ich immer so stückelweise mal stehen geblieben bin. Aber das geht jetzt ja gar nicht mehr, weil die Zombies dich einfach so schnell attackieren können. Der dich einfach mal fünfmal hintereinander eine reinhaut. Das ist auch richtig scheiße geworden. Das hat mir damals voll Spaß gemacht. Level 13. Maximale Munition. Wieder die Pechzahl. Meine Knarre steckt voller Kugeln. Bald geht's euch genauso. Gut, also Welle 20 ist damit offiziell überstanden. Der Weizen vor der Sense. Ich erwarte nicht, dass das viel Nährstoffe enthält. Ja, er schlägt mich auch schon dreimal hintereinander, übel schnell. Wer bist du? Rasputin? Bleib dieses Mal dort. Ich bin in der nächsten Runde.
Während des Krieges war Kaugummi ein Luxus. Okay, nur nicht hier. Ich frage mich übrigens, ob das überhaupt funktioniert. Der Hund kam sehr gut. Den konnte ich gerade ganz schnell erlegen. Lasst uns tanzen! Los, tanzen wir Rablotschka oder irgendwie sowas. Richtig und falsch ausgesprochen. Ich glaube, das war aber Ascension. Die kommen jetzt so schnell schon wieder. Wo ist mein Dr. Niete? Kapitalistenschweine, sterbt! Kapitalistenschweine! Das ist der Zorn der russischen Armee! Bei der Schweinekanone baumelt immer so ein Zeiger nach oben, nach unten. Immer manchmal so gelb und dann wieder grüner Bereich. Aber ganz ehrlich, ne? Die Schweinekanone fand ich immer noch damals in Black Ops 1 sah es am coolsten aus. In Black Ops 2 hat es so schön geschimmert, okay. Sah aber ein bisschen mehr nach Plastik aus. So, und apropos Plastik. Hier sieht es richtig scheiße nach Plastik aus. Wo ist denn der Köter? Ich glaube hinter mir. Piss dich! Okay. Okay, der ist jetzt wieder out of order. Ja, dann gehen wir schlafen. Ja, aber jetzt gibt es immer 1000 Erfahrungspunkte dazu. Das wird jetzt ab jetzt, glaube ich, nicht mehr höher. Ach, die nächste Hundewelle, wann kommt denn die? Ach so. Das erklärt einiges, ja. Ey, verpiss dich aus meinem Puff hier. Das ist mein Puff. So, jetzt erstmal wieder. Das ist richtig schön entspannt hier. Das ist schön. Kommt die ganze Erde runter? Auf meine Haare vor allem. Also es ist halt, hängt halt davon ab, welchen Rapture-Platz man jetzt benutzt. Ich bin jetzt halt immer hier im Singleplay ständig tätig, weil ja, Online-Modus geht ja nicht mal, richtig? Darum benutze ich halt die ganze Zeit diese KN-44er-Waffe, die ich jetzt total aufgemotzt ist. Total. Weil ich hier halt unendlich Munition dadurch jetzt habe. Und bis jetzt kann ich die Waffe auch noch so komplett durchballern, ohne mir mitten in der Zombie-Welle ganz plötzlich Gedanken um Munition zu machen. Bis jetzt geht das halt noch. Ab Welle 26, glaube ich, oder so geht das dann nicht mehr. So, bis Welle 30 kommt, glaube ich, jetzt noch eine Hundewelle und dann war's das. Da hinten rennen sie schon alle. Die rennen alle ins Gebäude rein. Ist wahrscheinlich die PlayStation 4 draußen. Ja! Autsch. Uff. Oh. So war es bei Black Ops 2 manchmal. Ich habe allerdings vergessen, wer das war. Oh. Yeah.
und jetzt auch kein Leben mehr. Ich hasse es. Vor allem sowas hasse ich. Kleine Scheiße, kleine kriechende Scheiße. Krabbelspastis. Ein Zombie dürfte natürlich jetzt noch kommen, weil ich jetzt einen abgeknallt habe. Wo ist denn der? Okay, ich denke mal, von vorne dürfte er jetzt nicht kommen. Wehe. Okay, jetzt kann man sich schon fast gar nicht mehr killen. Aber was ich natürlich jetzt, was man natürlich jetzt sehen kann, was natürlich sehr gut ist. Ich weiß nicht, ob das in der neuen Zombie-Map gemacht wurde oder das hier vielleicht nur vergessen wurde bei der Riese, aber damals bei Black Ops 2 war es so, dass ab Welle 14 oder 15, dass einige Zombies dann langsam waren. Hier allerdings haben die Zombies alle ihre Maximalgeschwindigkeit. Hier rennen keine, latschen keine Zombies langsam. Oh! Keine Munition mehr! Was? Dann werden wir uns jetzt einmal mitten in der Zombie-Welle das erste Mal Munition holen. Sind alle da? Gut! Ist eigentlich ganz einfach. Geh doch kurz mal hin da. Zack. Könnt ihr wohl noch ein bisschen rumballern. Fertig. Ach, guck mal, was da liegt. Aber eigentlich sind wir ja theoretisch voll. Das Einzige, was jetzt nicht voll ist, ist halt unsere KN-Waffe. Das heißt, die Munition brauchen wir nicht. Da denke ich einfach mal wieder als große Mythos, dass die Munition eventuell gespeichert wird und später wiederkommt. Also ist jetzt halt die Frage, kommt der Kaugummi jetzt bereits nochmal, selbst wenn ich den bereits habe? Wo sind denn die Teile? Die habe ich natürlich jetzt so relativ selten gesucht. Die Treppe ist immer noch kaputt. Das ist ein Fehler, dass ich das jetzt aufgemacht habe. Okay, wie Sie sehen, sieht sie nix. Wo ist der Kaugummiautomat? Fünfzehn. Okay, das Maximum an Items ist bereits überschritten, das heißt, jetzt kommen keine mehr. Kaugummi? Kaugummi! Okay, kann Kaugummi nur noch da sein. Irgendwo hier ist lecker Kaugummi, zum Beispiel der da. Vielleicht mache ich später ein paar Kaugummiblasen. Mach ich später mal Kaugummiblasen. Na. Stolperfalle, die habe ich ja noch nie gehabt. Was ist das? Nein!
Scheiße. Das ist das, was die Kinder des Westens essen. Verdammt. Das wollte ich gar nicht. Ist. Falscher Knopf. Stink ich etwa? Bitte komm zurück. Aua, Kopfschmerzen. Ach komm. Wie viel habe ich denn davon? Das ist normale Granate, sag mal. Das ist die Stolperfalle. Ups. Ach so, die Dinger sind das. Jetzt verstehe ich das. Sobald da sich irgendjemand nähert, dann fliegen die so nach oben. Ach so. Ist das One-Hit gewesen? Ja, ja. Weißt du, ich will ja einmal ein bisschen rumspielen und schon funktioniert es nicht mehr, weißt du? Weißt du, was bringt mir das jetzt, dass die ganzen Zombies da rumeiern? Schweiner ist eigentlich sogar ganz gut gewesen. So, jetzt die Frage. Schafft man es überhaupt jetzt bis hierhin? Oh, man schafft sogar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, oder? Das habe ich jetzt nur wegen der Barriere geschafft. Okay, die Zombie-Welle könnte natürlich jetzt etwas dauern. Diese scheiß Köter, Alter, die machen mich immer so aus dem Konzept. Ihr seid zu wenige Höllenkreaturen, um es mit einem Russen aufzunehmen. Jetzt kurz mal wieder Ruhe. Ja, scheiße. Oh, wie war die Zeit doch damals schön, als ich in meiner alten Hütte war. Oder im alten Kino. Ja, ohne Double Tap bringt dir das gar nichts mehr. Zombies jetzt wieder genauso scheiße hart wie bei Black Ops 1 damals. Weißt du, was ein scheiß Köter, der gerade hier gespawnt ist? Ich wollte gerade sagen, ein scheiß verfickter Köter sorgt dafür, dass ich sterbe. Alter, ich habe das Feuer da hinten gesehen, ich dachte, das ist wieder so ein scheiß Köter. Okay, die Köter sind natürlich jetzt auch extrem gedrosselt worden. Damals bei Black Ops 1 kamen die Hunde natürlich viel mehr an. Bin ich echt so beliebt? Aber nichtsdestotrotz war Black Ops 1 trotzdem einfacher. Auch wenn da jetzt drin ständig Hunde gekommen sind, 2, 3 Stück oder so. Oder noch mehr. Können wir natürlich auch irren, weil ich jetzt alleine spiele. Das ist natürlich schon relativ schwer. Mit 4 Leuten, die jetzt an unterschiedlichen Plätzen werden. Ich sag nichts mehr. Nee. Ich bin gerade so wie schon wieder so rumgezittert. Gerade eben. Das ist ganz strange. Tja, nicht weit weg von Welle 26. Und die total nutzlose Scheißanimation in diesem Scheißwald. Ja, es ist so unherrlich. So, und jetzt ist halt die Frage,
Soll ich jetzt jedes Mal der Riese bringen? Scharfschützen G, Ritter 2, Gefahr im Verzug. Oh, neues Dings. Neue Kaugummi. Aufklärung, was ist denn das? Langer Lauf. Und da kann ich so gut wie nichts lesen. Erreichen Sie 500 Abschüsse mit dem ZF-Reflex. Ja, das bringt mir jetzt höchstens einen neuen, ein neues Visier. Ein neuer Rotpunkt. Der allerdings, wie soll ich denn da jetzt genau Headshot machen? Das ist, weiß nicht. Also, ja. Black Ops 2 fand ich leider, also was heißt leider, fand ich tausendmal besser. Transit hat tausendmal mehr Spaß gemacht. Das Einzige ist halt, ich kann mich die ganze Zeit nur an der Riese halten. Die neue Zombie-Karte, auf die habe ich gar keinen Bock, mich irgendwie auseinanderzusetzen. Das schaue ich mir vielleicht bei irgendwelchen anderen Leuten bei YouTube an, damit ich die dann so vielleicht kenne. Aber ich selber werde es auf keinen Fall spielen. Nee. Das ist mein momentanes Fazit zum Zombie-Modus. Ist halt ein bisschen schade. Weil jetzt ist halt die Möglichkeit, jetzt mit anderen, mit der Jungsgruppe zu zocken, die ich da habe. Weil mit Nico, Robert, Beate, dann noch Takito, der Freund von Robert, die alle haben Black Ops 3, wir alle wollen eigentlich demnächst zocken. Auch Multiplayer teilweise ein bisschen. Und wenn ich jetzt wieder zurück zu Black Ops 2 gehe und Black Ops 1, weißt du, da fühlst du dich halt so völlig alleine. Das ist halt. Du weißt, dass Black Ops 3 draußen ist, du weißt, dass die ganze Welt nur noch Black Ops 3 spielt. Und in Black Ops 2 oder vor allem in Black Ops 1, da fühlst du dich auf einmal so richtig alleine, als ob du wirklich alleine drin bist. Und das Gefühl will ich nicht haben eigentlich. Darum bin ich halt die ganze Zeit jetzt in Black Ops 3 drinne. Aber wenn mir der Zombie-Modus da nicht versagt, der Zombie-Modus da einfach für den Arsch ist in Black Ops 3, weißt du, dann hast du so eine kleine Zwickmühle. Was willst du machen? Zum einen willst du nicht zurück, zum anderen musst du aber zurück. So lasse ich das jetzt erstmal auf. Das war's, Video Nummer 3. Man hört sich dann, bis ich irgendwie eine Entscheidung getroffen habe. Weil wie es jetzt weitergehen soll, weil bis zur nächsten Zombie-Karte dauert es wohl noch ein bisschen. Und wer weiß, ob die gut ist. So, also, ich kann nur beten und hoffen, dass Treyarch die alten Zombie-Karten nochmal re-upt. Also, dass auch Ascension nochmal kommt, Call of the Dead vielleicht, Shangri-La, Kino der Toten vor allem vielleicht auch noch. Das wäre auf jeden Fall auch ein super geiler Highlight. Moon wäre auch schön. Dass die ganzen Karten nochmal in neuer Grafikpracht zu erleben, das wäre auf jeden Fall richtig schön. Werde ich wahrscheinlich träumen, das wird wahrscheinlich niemals passieren, aber hey. So, ich bin erstmal out. Man hört sich, bis zum nächsten Mal. Yes!